Eotas entzieht den säulenleuchtenden Adras in dieser Region Essenz. Was auch immer er mit all dieser Macht vorhat, diese Säulen ausfindig zu machen, mag vielleicht der einzige Weg sein, auf seine Fährte zu kommen. Ich kann Eotas Präsenz nicht länger fühlen, was bedeutet, dass ich ihn nicht direkt ausspüren kann. Aber falls Eotas die säulenleuchtenden Adras im ganzen Todesfeuer als Energiequelle nutzt, kann ich eventuell seine Spur wieder dadurch aufnehmen, dass ich mir Orte mit leuchtendem Adra finde. Die Valianische Handelsgesellschaft ist sehr daran interessiert, leuchtendes Adra zu finden. Gouverneur Clario kann mir vielleicht einen Stoß in die richtige Richtung geben. Gestrandet zu Clario zurück oder Ressi finden. Ich habe die Ausgrabungsstätte, von der Gouverneur Clario gesprochen hatte, erreicht. Eotas war definitiv hier. Das heißt, dass die Chance, jemanden Lebenden zu finden, gerade deutlich kleiner geworden ist. Wenn ich es wenigstens so oder Ressis Leichnam finden kann, sollte das genug sein, um Clarios Bitte nachzukommen. Oder Ressis Schicksal ist klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht die Neuigkeiten sind, die Gouverneur Clario gerne hören hätte hören wollen. Je schneller ich die Nachrichten zu ihm auf seinem Anwesen Port Maie bringe, desto schneller kann er seinen Teil der Abmachung erfüllen. Die Wehen Ja, und da hat sich auch was geändert. Xoti konnte keinen Sehen vor den aschgrauen Leichen bei der invitaischen Ausgrabungsstätte nahe Port Maie ernten. Wie sieht's eigentlich so mit der Stufe aus? Also viel geben sie sich untereinander eigentlich nicht. Er ist Edyr-Adel, sie ist Viserys-Bauer und er ist Dürrwald-Bauer. Ein Salzwasser-Imp. As you wish. Das war ein Salzwasser-Imp. Let's take a look. Das ist wieder eine kleine Heilungsschriftrolle. Und das ist noch anderes Zeug. Ich dachte jetzt gerade schon, ich könnte die nicht mal stacken. So, doch, kann ich alles stacken. Und du hast auch Trank der Elementarverteidigung dabei. Ah, ja. Beseelerhut. Pyrit. Pyrit, ist das nicht Katzengold? Ah, Nachengold. Tagebucheintrag. Auf einer Adra-Adra. Also auf eine Adra-Adra in solch makellosem Zustand zu stufen, war ein unvorstellbarer Glücksfall. Die Essenz ist hier derart konzentriert, dass die Säule selbst von der anderen Seite des Ganges wie ein Stern pulsiert. Soweit ich meine, das schon fast fühlen zu können, wie die Wärme des Sonnenlichts auf der Haut. Wir müssen die Zentralkammer verstärken, bevor wir weitere Ausgrabungen unternehmen. Die Ruinen sind instabil und Zellas, zusammengewürfelter Haufen Arbeiter, der aus Willen und Bettlern besteht, wird von Tag zu Tag ängstlicher. Mit der Hilfe eines einzigen Wächters könnten wir die Essenz in der Primärader zurückverfolgen und die lohnenswerten Vorkommen isolieren. Ich habe entsprechende Gesuche bei Direktor Castol in Nekata eingereicht, doch wird mir dies fortlaufend abgelehnt. Es ist unvorstellbar, dass die Valianische Handelsgesellschaft in ihrer bemerkenswerten Einflusssphäre nicht einen einzigen geeigneten Kandidaten ausfindig machen kann. Ich muss annehmen, dass diese verfluchte Elette sie alle für ihre abstrusen Experimente in Beschlag nimmt. Transport. Als ob wir unsere Zeit mit solchen Belanglosigkeiten verschwenden können. Was steht in dem Quest-Ding? Oder ist die Aufzeichnung seiner Leiche abgenommen, sind ein dichtes Gewirr von Fachsprache und Diagrammen, die sich auf die mechanischen und chemischen Prozesse beziehen, mit denen Adra behandelt wird, während er zu Pulver raffiniert wird. Diese Aufzeichnungen sind bestimmt für Leute interessant, die direkt mit leuchtendem Adra arbeiten. Zepter des Schlüsselbrechers. Wieso Theist? Das Rad ablehnen. Und gut. Achso, ich kann Zeug rein verzaubern.
Also wenn ich was reinmachen kann, dann kann ich das wirklich da sehen. Und so wie es aussieht, kann ich keine Standardwaffen mehr verzaubern, sondern nur noch besondere Sachen. Hä? Was ja auch nicht so schlimm ist. Ein kleiner Schild und wieder mal Schiffszwieback. 10 Reparaturvorräte, 2 Fackeln. Absolutely. Was steht hier noch auf dem Schild? Doro, der Unbekümmerte, hat 7 Bestien mit bloßen Händen besiegt. Moos und Schmutz haben große Teile dieses Wandsgemäldes freigelegt und erhöhen die darunterliegenden leuchtenden Farbtöne der engvitanischen Figuren. Erinnert mich ein bisschen an das Wandbild aus Zeeland Lies, das auf die Flammensäulen hindeutet, um das Kachelrätsel lösen zu können. Damit man nicht einfach drüber stirbt. Also ich meine noch im Prolog. Die hier droppen Gefäßfleisch. Ein Kupfer. 2 Kupferanimaten. Markier den mal. Und die Verteidigung. Ja, das machen wir mal. Hedda versucht ihn nochmal umzuwerfen. Und Alof. So. Fehlt nur noch der da. Mach mal heiligen Glanz. Und der ist auch weg. Sehr gut. Der Picke. Okay, die sollten wir vielleicht aufheben. Die sieht nach Werkzeug aus. Sure thing. Menagerie. Ja, den einzigen Ausgang, den ich habe, ist da. Und so wie das aussieht, gibt es hier noch den Weg runter. Mach gut. At once. Das war schön. Das finde ich echt cool, dass sie das eingebaut haben, dass sowas geht. Aber richtig cool. Flintstein und Zunder. Zuerst war ich von den Konstrukten nicht überzeugt. Diese neuen Techniken sind vielleicht weniger extrem als die eines Exzentrikers wie Galvino. Aber das vergisst man schnell, sobald sich diese riesigen Dinger wie große, laute und dumme Puppen umherbewegen. Die Konstrukte bedürfen täglicher Wartung und sie machen die Arbeiter unruhig. Sie haben sich jedoch als effektive Abschreckung der lokalen Wildtiere erwiesen. Und ich muss zugeben, dass ich mich schon sicherer fühle, wenn bei der Arbeit eines in meiner Nähe steht. Oder ist sie verabscheut diese Dinge und geht ihnen so weit wie möglich aus dem Weg. Das ist allein schon ein deutlicher Vorteil.
Also ja, Feuerstein und Zunder ist auch nicht schlecht zu haben. Und ein großer Schild. Das heißt, der Gang noch hier in das nächste Gebiet. Oh, ein Rätsel. What can I do? I'd be glad to. Papa. Die schön gearbeiteten Bronzestücke scheinen Feuerschalen zu sein. Die Innenseite der Metallbehälter sind rosig und unter einem verzierten Grill siehst du frische Kohle. Jemand hat diese erst kürzlich angezündet. Wenn du die Mittel dazu hättest, könntest du dasselbe tun. Versuchen wir mal Feuerstein und Zunder. Für einen Moment geschieht nichts, dann aber flammt die zweite Feuerschale plötzlich heftig auf. Ja. Fackel. Kaum hast du die Oberfläche der Feuerschale mit der Flamme berührt, als sie mit einem rumpfen Getöse zum Brennen beginnt. Die Flamme scheint schnell unten nach. Die Flamme schnellt nach unten und in einem schmalen Kanal, der beiden Feuerschalen. Ah ja, miteinander verbindet. Well, at least it didn't catch us by surprise. Okay, das hier ist ein. Of course. Das war diesen Rätseln. Ach so, ich muss eine Kombination aus dreien finden. Gibt's hier nirgendwo einen Hinweis? Nur die Mutigen, die Unbekümmerte, die Glücklichen werden sicher. Aha. Das auch nicht. Das auch nicht. Flammenurteil. Ah. Das Symbol und das Symbol. Also das Symbol. Certainly. Das Symbol. Of course. Und das Symbol da. Bingo. What can I do? Absolutely. Also auf den drei Schilden war die Lösung. Ein Gladiatorenschwert. Grimm gibt's Grimm. Plus Nahkampfschaden wird zusammen mit einem Schild geführt, plus Abwehr wird zusammen mit einem Schild geführt. Ah, das ist ein Schwert und zwar ein ziemlich gutes Schwert, Edda. Gut. What can I do? At once. Nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile überzogen habe, würde ich sagen, speichern wir einfach hier jetzt. LP004 wäre das. LP004. Wie sieht das jetzt aus? Hat er da wieder ein neues Ding? Nein, er macht immer noch das alte. Gut. Was ich noch sagen wollte, ich habe es ja am Anfang dieser Aufnahmesession erwähnt, ich habe jetzt die Sachen vom der Pre-Order bekommen. Also die Flagge, die
Der Vogel und dieses andere komische Ding da. Wo ist es denn jetzt? Da, genau. Dieses Schädelteil hier. Den Vogel und die Flagge. Da war ein Obsidian-Mitarbeiter, also Support-Mitarbeiter, wirklich so freundlich. Und hat mir einen Key fürs Pre-Order-Items zugeschickt, nachdem ich fast eine Woche gewartet habe. Was aber nicht so schlimm war, er hat sich sogar entschuldigt für das lange Warten. Was ich allerdings echt nicht nachvollziehen kann, ist, wie sich manche Leute benehmen. Die bei Obsidian haben das Spiel vor kurzem erst released. Sie haben noch Fehler drin, das gebe ich zu. Es läuft nie was glatt bei einem Release. Aber manche Leute meinen, sie müssten hätten irgendwie eine Sonderbehandlung verdient, nur weil sie pre-ordert haben und nach einem Tag noch keine Rückmeldung gekriegt haben. Die haben sich da echt angestellt. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und das tut mir auch irgendwie leid für die. Ich von meinem Teil finde das toll, wie Obsidian sich verhalten hat. Okay, das war jetzt das Nachwort des Tages. Sozusagen. Ich mache hier einen Cut. Also, bis gleich.